Oh Gott, ich brenne! Ruf die Scheiße und willkommen zu einer neuen Folge Space Engineers. Ich sag gerade noch zu Däumen, geh du mal schweißen, habe ich gerade nicht so viel Bock drauf, was passiert. Er fliegt los und verliert einen Schweißerärmchen. Ja, aber das ist ja kein Problem. Wir haben ja alles genau. Hier. Ist halt ja. Ein Klassiker. Ist absolut halt ein Klassiker, meine Freunde. Wenn du jetzt wieder aufhörst rumzuwackeln, dann kann ich dir auch helfen. Ja, aber ich wüsste auch nicht, kann man das irgendwie nicht stabilisieren? Das wäre so schön. Wie drehe ich etwas um seine eigene Achse? Lag. Mega Lag. Alter, gerade richtig mega Lag wow. Gewesen. So. Ressourcen hat ja Bumblebee dabei. Natürlich muss es funktionieren. Wie? Wofür braucht Bumblebee denn Ressourcen? Weldy. Weldy. Nein, du hast einfach verkackt. Was denn? An die Schuss der Hand. Nein! Was hat er getan? Ja, das habe ich hingesetzt. Jetzt tief dran gebaut. Oh, da oben ist Sprit Military Mine. Sprit, vor allem Sprit. Wehe, macht wieder eins von meinen Schiffen kaputt. Wollen wir es überfallen? Bitte. Beim letzten Mal habt ihr eins von meinen Schiffen entfernt. Wo ist denn Grindy? Haben wir den Grindy? Wo ist Grindy? Nein, Grindy ist kaputt. Wie? Ist kaputt. Ach, das ist das, was wir letztes Mal verloren haben? Ja. Habe ich das noch nicht wieder neu gebaut? Nein. Ich glaube, das war wieder als nächstes. Oder habe ich das wieder im Weltall verloren? Nee, das war ja das zweite Veldi. Ich glaube, ich sollte jetzt wieder Grindy bauen. Es ist Sprit Military Mine Layer und Sprit Antenna 3. Das sind zwei Schiffe. Also übrigens haben wir jetzt gelernt, dass auch der Drill von Fumblebee einen Rechtsklick hat. Und das ist halt schon Premium, um hier mal die Uranium-Ader frieten. Vor allem, das hat uns jetzt so nach... Däumen, flieg mal zum Latsch. Das scheint auch wirklich niemand zu wissen. Also ja. Einer hat uns das in die Kommentare geschrieben. Ja. Aber flieg mal zum Large Cargo Container. Weldy hat nicht alles dabei, was du brauchst. Ich grinde in der Zeit die Scheiben hier weg und pack sie neu hin. Wie? Weldy hat nicht alles, was ich brauche, hä? Ja, Weldy hat halt nicht alles, was du brauchst. Zum Beispiel die hier ist falsch rum. Erkennt man übrigens daran, dass die nicht blau von außen sind. Ist ja natürlich, glaube ich, komplett egal, aber. Wie heißt das? Window? Kim ist auch da. Vor allem, das macht auch einen ganz schön großen Gang. Also, obwohl der Bohrkopf ja mega klein ist, passt da Fumblebee locker rein. Ja, eben. So, jetzt wird mal ordentlich Uranium gegrindet, meine Freunde. Zünftig Uranium grinden. Zünftig. Ist jetzt richtig rum? Ich kann nochmal gleich 100 davon. Ah, shit. Ja, ich hab doch hier, warte mal, ich hab doch. Ich hab doch hier was Feines. Schweißgerät Stufe 3. Ist halt schon Luxus. Ach ja. Alles Luxus. Also eigentlich wollen wir jetzt nicht Sprit gönnen. Ich weiß, wir können es versuchen. Aber es ist halt schon wieder so ein bisschen dangerous. So dangerous! So dangerous! Ich meine, was haben wir zu verlieren? Zwei Schiffe? Jetzt auch für die Schiffe verlieren. Welches Schiff wollt ihr denn noch nehmen? Weldy und meins. Weil ich muss ja irgendwie mitfliegen. Was soll ein Fuchs dran dann sein? Von mir aus können wir... Du kannst relativ einfach dich an meinen Raumschiff dranhängen. Warum? Ach so, jetzt. Dude, kommst du? Aber machen wir das jetzt wirklich? Ja, warum nicht? Wir ziehen das durch? Ja, aber wir brauchen halt Weldy zum Abschleppen. Nimm Weldy mit. Ich nehme Weldy 1 oder 2? 1, oder? Junior ist noch nicht für den Kampf bereit, Junge. Ist zu jung. Junior. Ey, wenn das kaputt geht, baut ihr es diesmal neu. Kommst du? Fuck. Ich brauche nur einen Motor, dann... Wie einen Motor? Ja, damit Weldy seinen Arm wieder hat. Ist doch scheißegal! Nein. Hey, Dude, du willst... Doch, vielleicht kann er damit kämpfen. Genau. Du kannst damit schweißen. Ich kann das Gegnerschiff reparieren. Geil. Aber warte, nimm Weldy Junior. Weldy Junior hat keine Materialien drin. Sonst muss man die entladen. Oh. Flieg aber mit Weldy Junior los jetzt. Komm. Das ist ein guter Punkt, Andi. Oh. Welche Taste? Nee. Ja, ist gut. Dude. Ja. Komm. Oh, das Blaue, ne? Ja, hier. Zack, ja. Bin drin. Komm. Power now? Rangers. Ja, guck auf die Dingens. Es laggt aber so komisch, warum auch immer. Ship Fuel low. Wie viel Ship Fuel habe ich denn?
Ein Uran muss reichen. Ich glaube ich. Oh, die sind näher gekommen. Ja, die kommen näher. Also ich bin nicht so der Typ, der irgendwas machen kann, wenn was passiert. Ja, du musst halt nur ran und die kaputt grinden. Du bist quasi die Bodentruppe. Wie soll ich denn kaputt grinden? Du meinst, ich soll aussteigen? Ja. Junge, die haben Geschütze auf. Du musst die Geschütze erstmal zerballern. Und zieh bitte nur auf die Geschütze und nicht... Ja, das ist schwer, oder? Das ist... Ich muss ja erstmal erkennen, wie die wieder aussehen. Das ist erstmal Schritt 1. Warum fliegst du eigentlich jetzt in eine andere Richtung? Hä, tu ich nicht. Ich greife von der Seite an. Ach so einer bist du. Ja, ich flieg doch nicht frontal auf die drauf, ich bin bescheuert. Frontal, Andi, bei diesen Schiffen gibt's keinen. Aber pass auf, nicht, dass du in mich reinfliegst oder so. Hast du gehofft, dass du nicht in mich reinfliegst? Wie viele Entfernungen bist du noch weg? 2. Ich bin 2 Entfernungen weg, alles klar. Andi, wir gehen gerade schon wieder in den Pirate Mode, ne? Das weißt du? Ja. Wie viele Schiffe sind das denn? Sprit-Antenne 3. Oh, Backup. Jetzt sind es plötzlich 3. Wo siehst du Backup? Also auf jeden Fall. Ich sehe nur ein Schiff. Requesting Backup. Achso, die requesten Backup. Das ist doch nur ein Schiff. Abdrehen! Abdrehen! Ah, das ist so ein großes. Das ist ein Militärschiff, Andi. Ship too big? Nee, warte, ich muss auch weiter weg. Ich habe quasi mehr Reichweite als die mit ihren Geschützen. Ab wie viel Meter schießen die denn? Oh, da hinten ist Sprit Eradicator Mark 1. Das klingt irgendwie schlimm. Kannst du da irgendwie landen, wenn ich die quasi ablenke? Junge, die töten mich, ne? Ja, hast du irgendwas Wertvolles dabei mit Weldy? Flieg einfach mal nah ran. Versuch anzubauen. Er hat Weldy dabei, Junge. Ja, ich kann Weldy einfach stehen lassen und dann zu Fuß mich dahin machen. Ja, mach mal. Sparta. Sparta. Stirbst du? Wow, warum explodiert der ein Schiff? Weil ich drauf schieße. Ah, ich bin viel zu schnell, Wow, ballert, Bruder. Wo bist du? Bist du schon da, oder? Ich bin mega dran vorbeigeflogen. Wieso das denn? Weil die auf mich schießen mit riesigen Schießgewehren. Ich weiß halt nicht, ob ich treffe, das ist das Problem. Weil so viel, wie viel kann man nochmal Anzeigen durchschaffen? Glaube ich. Ah, gut, ich brauche nämlich gar keine dafür. So. Ich brauche die Macht, die mich leitet. Kommt der Eradicator eigentlich näher? Ja, der ist direkt neben uns. Naja, 2 Kilometer. Hä, hey, why you not connect? Wir können mal gucken, was mit dem Eradicator geht. Yo, Eradicator, was geht? Ich flieg mal hin. Zu Fuß. Oh Gott, ich brenne! Mission Abort, Mission Abort. Der Eradicator ist nicht zu spaßen. Ne? Ja, ich. Mission Abort. Aber ich muss Weldy abholen. Dude, meine linke Turbine brennt. Ja, flieg nach Hause. Das kann nicht gesund sein. Ich glaube, das ist halt ein Unterschied, ob man so ein militärisches Schiff angreift oder so einen komischen Business-Transporter, was auch immer das andere war. Spatt-Business. Sprit. Der Eradicator sieht geil aus. Nicht, dass die jetzt unsere Base angreifen. Ey, wieso kann ich immer das scheiß Schiff nicht locken? Ich check's nicht. Gib mich zu Doff zu. Spratt. Meine Freunde, Spratt. Kian, Spratt, ich brenne, reparier mich. Warum? Lieber, Alarm. Weil ich brenne. 1, 5. Problem ist, ich kann halt schlecht bremsen, weil meine vordere linke Turbine kaputt ist. Das heißt, die brennt nur. Ja, die ist kaputt. Wenn sie brennt, ist sie kaputt. Ich bin allgemein ziemlich mitgenommen. Kian. Ja? Kannst du mal Landing-Gear dran bauen? Ah, jetzt. Ich habe da ein Ownership-Problem. Hast du keine Landing-Gears mehr? Nein, die wurden abgeschossen. Gut. Was machen wir gegen dein Feuerchen? Einfach reparieren. Andi, wir sind nicht vorbereitet für solche Gegner. Nee. Scheinbar nicht. Also,
Ich weiß. Was tun wir jetzt? Nichts. Chillen. Wir können jetzt eh nicht schnell genug. Irgendwann müssen wir noch was bauen, was richtig Durchschlagskraft hat. Ja, quasi so ein. Aber das kann ja kein Large Chip sein. Construction Component. Warum kann das kein Large Chip sein? Weiß ich nicht, weil einfach. Ich glaube, es ist einfach alles günstiger, wenn man es auf dem Small Ship baut. Wir können ja einfach ein Small Ship bauen, was größer ist und schwerer gepanzert. Ist aber, glaube ich, auch cooler von der Atmosphäre, wenn du in den Cockpit einsteigst, als wenn du irgendwo sitzt. Ich meine, das Ding wird ja eh auch hier bewaffnet. So ist ja nicht. Ja, aber es ist nicht für Angriffsflüge geeignet. Nein, 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 sag ich ja nicht. Ich sage, wir müssen einfach quasi einen größeren Kreuzer bauen dann. Oh, jetzt war ich auch gerade dabei. Ein Fighter quasi. Ja, das ist ja quasi nur so eine Art Mini-Privatjet. Wieso Privatjet? Willst du uns sagen, dass er gelockt ist? Nein, ist er nicht. Dann gleich höchstpersönlich testen. Wolltest du schon kehren? Was ich da hatte. Ja, das hier doch Weldy. Achso. Oh, er brennt an dich. Upp. Ja, mi mal. Oh, dann deine Front ist auch deppert. Ach, wirklich? Wäre auf jeden Fall nice, wenn du es nicht kaputter machst wieder. Alter, Andi, du hast hier überall Löcher drin. Ja, ach! Weißt du, wie ich im Kugellager war? Lol, wie die mit zerformen. Habe ich keine Thruster Components dabei? Hey, ich habe doch alles dabei. Du bist auch hinten ein. Junge, alles eingedellt. Als wärst du zu blöd zum Parken. Plus die Einschuss. Alter, den komplett. Rasiert. Ich liebe das. Dass man wirklich sieht, wo Andi getroffen wurde. Ja, auch meine Front ist komplett zerballert. Ja, guck, das passiert, wenn man nur diese Light-Frames so benutzt. Ja, wir müssen so auf jeden Fall mal aufrüsten in Sachen Heavy Armor. Aber guck mal, das Ding. Ich meine, das ist ja eigentlich nicht schlimm, wenn die Panzerung außen kaputt geht, aber. Wenn die halt kaputt ist, dann trifft er halt die inneren Sachen. Thruster Components. Was ist denn das Problem? Warum hängt das eigentlich so schief in der Luft? Schon weil das Thruster oder weil wir es angeschoben haben? Erstmal landen. Wir haben keine Thruster Components mehr. Nähern sich die Piraten denn oder? Ich glaube, die greifen nicht an. Warum kann ich nicht parken? Was soll die Kacke? Warum kann ich nicht parken? Weil du kein Landing Gear hast. Ja, ich kann nicht P drücken. Dann lass mich P drücken für dich. Und. Lol. Hat das Ding Energie? Ach, die sind noch nicht fertig geschweißt. Lappen. Alarm, wir brauchen Platinium. Wofür was? Thruster Components. Guck mal in Weldy rein. Achso. Nimm mir einfach raus, was du brauchst. Ich finde es von dir, dass du es kehren erlaubst. Wirklich, wirklich sehr freundlich von ihm mal wieder. Also natürlich haben wir keine Large Steel Tubes und keine Motoren drin. Geil. Ah, das war ja gerade sehr erfolgreich. Mhm. Aber meint ihr, das größere Schiff kam jetzt, weil wir quasi das erste kaputt gemacht haben, oder? Die es kann sein, dass das dieses Requesting Backup, also das ist dadurch. Meinst du der andere dann? Ja, dieser Eradicator oder wie? Weil der war wirklich komplett auf Krawall gebürstet. Wie sah der denn aus? Der sah ziemlich cool aus. Okay, cool aussehende Raumschiffe sind meistens gefährlich. Das ist Fakt. Ich weiß nicht, ist es klug, dass wir unser großes Schiff aus diesen Lightframes bauen? Das ist ja erstmal sozusagen nur das, ich sag mal, Aussehen. Wir können ja hinterher überlegen, wo wir halt die Armorbox brauchen. Die dann da hinbauen. Nein, eben nicht. Ja, ich greife mit dem Ding ja sowieso nicht an, insofern. Nein, trotzdem brauchen wir wie Armorbox zum Beispiel um den Maschinenraum herum oder an Stellen, wo wir quasi sozusagen nur sehr dünn aufgestellt sind. Oder wo man halt nicht, dass das Schiff auseinander könnte, dezent. Weil wenn das Schiff halt auseinanderbricht, dann ist halt schon so ein bisschen, naja. Kaka. So, das heißt erstmal Schiff reparieren. Yay. Vor allem, du hast noch unten was abbekommen. Hab ich? Da fehlen, oder wie sieht das aus, als würden da Blöcke fehlen, oder? Ich weiß es nicht. Oder hast du es nie fertig gebaut? Doch. Ich habe irgendwie immer nur was einprasseln gehört, hinterher nur noch, als ich auf der Flucht war. Ich wusste nicht genau, wo sie mich treffen. Da, wo es am meisten wehtut. Ich finde es unfassbar geil, dass man in diesem Spiel halt wirklich sieht, wo man getroffen wird und das dann auch den entsprechenden Einfluss hat. Ja. Wenn die dir halt ein Triebwerk zerschießen, dann ist ein Triebwerk kaputt und nicht so, dass einfach eine Lebensleiste runtergeballert wird. Ja, das hat schon was. Aber wie sieht das auf der anderen Seite aus? True.
Ah, so. Hier ist alles wieder repariert. Ja, die eine Seite hat es irgendwie gar nicht erwischt, gefühlt. Sie haben fast die Raketen erwischt. Wäre lustig, wenn wenn diese Raketen da explodieren würden. Ja, das ist ja quasi nur das Abschlussgerät, das Lager. Also ich habe da ja noch gar keine drin. Paint. Die Farbe ist das, meine ich. Nein, das ist hier nicht. Scheiße. Wie kann man Colors irgendwie picken? Nee, eben nicht. Musst du mal komplett neu machen. Fette meinst du? Nee, glaub nicht. Dann kommt es ja ein neues Design extra hin. Extra. Nein! Nein! Egal, dann bleibt das jetzt so. Ist mir egal. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Außer das funktioniert. Natürlich funktioniert das nicht. Wieso war das denn wieder natürlich? Alter, wo mal was hingeflogen ist. Holy fuck. Das ist auch an so richtig random Stellen einfach. So. So. Was macht Dom eigentlich? Schweißen? Ja, Dom schweißt. Ne, du siehst eigentlich eher so aus, als würdest du nichts machen. Nö, ich schweiße. Na, mich ja beruhigt. Oder mein Schiff kaputt machen. Das kann natürlich auch immer möglich sein. Ist nicht dein Schiff. Hab ich gebaut. Stimmt. Mein Entwurf. So. Schiff wurde restauriert. Bin nur froh, dass irgendwie nichts explodiert. Das ist ganz gut. Junge, Weldy ist einfach one fast ship, Alter. Ja, hast du was beladen? Nö. Okay. Ich wollte nochmal gucken, ob ich... Wie war es denn jetzt? Kann ich auch schweißen, wenn ich in Dolms Nähe bin? Kann ich den Grind ficken? Jetzt will ich erst mal wissen, wie... Kann ich den Grind fielen mit Dolm? So, so rum ist richtig, ne? Knochen. Die sind wieder falsch, aber... Ich meine, es geht nicht anders, das ist das Problem. Nee, ich kann nur die 4% Dinger machen. Nimm dir doch einfach Steel Plates, die sind sowieso einfach und dann... Ja. Junge, es ist so schnell! Das ist abartig. Ja, aber wenn es beladen ist, dann ist es nicht so schnell. Ja. Mit Ain't That Fast. Ich bräuchte mir noch einen Speedfighter. Ne, meins ist ja schon relativ schnell, aber wir können ja nochmal ein größeres bauen, was sozusagen mehr Dinger hat. Das hier ist einfach ein Gummiball. Ich jetzt einmal am Planeten rum. So rum kann ich es halt nicht dran bauen, ich kann es nur so bauen. Scheiß drauf, das geht irgendwie nicht. Ist mir auch egal. So, das passt, das passt, das passt. Tom, where are you? Hinten beim Antriebsapparillo. Gut. Schweiß ihn gerade fertig? Warum habe ich keine Large Steel Tubes mehr? Scheinbar. Jo, ich glaube, wir können auch schon wieder die Folge beenden. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also Andi, was sagst du dazu? Okay, also könnte ich ein Abo bleiben. Wo sind meine ganzen Blöcke? Bis zum